Abbesportfeld, denn der FC Carl Zeiss hatte es irgendwie geschafft, gegen Homburg zu gewinnen. Fußball ist ein Erlebnis in Jena, auch wenn die Zuschauerzahlen noch nicht so stimmen. Es war ein spannendes Spiel bis zum Schluss und letztendlich hat die Mannschaft kämpferisch alles gegeben. Auch bei ihrem vierten Auftritt in Jena gaben die Saarländer an der Saale beide Punkte ab, obwohl sie den besseren Fußball spielten. Ohne Perry Bräutigam wäre der FC Carl Zeiss schon in der ersten Halbzeit verloren gewesen, denn er machte 200-prozentige Chancen von Carsten Linke zunichte. Uwe Erkenbrechers neuer Trumpf namens Thorsten Gütschow stach gestern noch nicht, denn dem Neuthüringer mit der Nummer 9 fehlt einfach noch Spielpraxis. Außerdem wird in Jena anders Fußball gespielt als in Istanbul. Doch die Fans zählen auf ihn. Statistiker zählten in der 44. Minute Jenas Platzverweis Nummer 5. Diesmal betroffen war Olaf Holecek nach zwei im Grunde unnötigen Fouls. Diese Dezimierung ließ für die zweite Halbzeit nichts Gutes ahnen und alle Skeptiker sollten nach einer Stunde auch Recht bekommen. Denn der FC Homburg ging durch ein abgefälschtes Freistoßtor von Steffen Simon mit 1:0 in Führung. Keine Chance für Bräutigam und da sah schon alles nach einem Gästesieg aus. Doch zum Glück gibt's Standardsituationen und zum Glück spielte gestern Johnny Akubori wieder, der 4 Wochen gesperrt bzw. krank war. Der Nigerianer leitete mit seinem unhaltbaren Freistoßstrich in der 68. Minute die Wende ein. Nach einem Homburger Pfostenknaller sollte ein weiterer Freistoß die Partie entscheiden. Cangolis zum ersten, Klee zum zweiten und nach Gerlachs dritten Versuch war der Ball endlich drin. Jena gewann 2:1, insgesamt war der Sieg für die Thüringer aber sehr glücklich, doch wer fragt schon danach? Schauen wir.